Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Pokémon Schwarz und Weiß 2 Wi-Fi Battle. Wir, das wollte ich gar nicht, nevermind. Wir spielen heute wieder OU und ich spiele ein anderes Team, ich spiele Hipporain. Ein Spielstil, den ich mir selbst ausgedacht habe und der nicht gut ist, aber ich finde ihn interessant und deswegen habe ich ihn. Also, Hipporain, Hippo im Regen. Ist ein Switch-In auf Heatran. Und das war das Einzige, was ich mir gedacht habe. Das ist so eine dumme Idee. Das probieren wir jetzt. Leider spielt Skillabra, unser Gegner, hier kein Heatran, sondern ein anderes Regenteam. Das ist mir jetzt ein bisschen schade. Wir haben schon mal angefangen zu kämpfen. Es kam leider zu einem DC. Deswegen kenne ich einige seiner Sets und er kennt einige meiner Sets. Ich möchte hier ganz gerne mit Xerox leaden. Ich habe einen Scarf Xerox. Beim letzten Mal habe ich Latios geleadet, weil Latios halt einfach super strong gegen das Team ist. Aber was ich halt nicht möchte, ist, dass, weil ich das letzte Mal einfach instant getrickt habe auf das Ferrothorn, mit dem er geleadet hat. Und ich weiß, dass ich Trick habe. Und deswegen möchte ich nicht direkt tricken. Und deswegen entscheide ich mich für einen anderen Lead, nämlich mit Xerox. Ich muss mal eben meinen Xerox im Kalk holen. Mein Xerox ist Scarf. Mein ganzes Team ist in der Videobeschreibung. Guckt euch das gerne an. Mein Xerox ist Scarf und hat Superpower. Und deswegen möchte ich gerade mal kalken, wie viel ich gegen Ferrothorn mache damit. Sollte so um die 50 machen, I guess. So, Ferrothorn OU Standard. Ja, 50 bis 61, das ist mit Leftovers. Ja, das Problem ist halt, wir kriegen halt Drops. 12,5% Chance auf den Two-Hit nach Leftovers. Aber wir machen guten Schaden. Und das ist das Wichtige. Ich brauche Xerox aber eigentlich, weil ich damit das Latias checken kann. Latias, eigentlich Hardout-Class von Latios. Der einzige Grund für ihn, Latias zu spielen, ist wahrscheinlich wegen... Entweder, weil er den Bulk braucht. Für Keldeo zum Beispiel. Oder... für Healing Wish. Da bin ich mir aber unsicher. Ich bleibe auf jeden Fall bei meinem Xerox-Lead. Ich finde den brauchbar. Und wir gucken mal. Ich habe mir einen Screenshot gemacht. Vom gegnerischen Team. Und dann wollen wir mal. Aber es könnte ein bisschen länger dauern. Ich weiß, dass das ein Bulk-Up Toxicroak ist. Und das finde ich ein bisschen gefährlich. Aber es hat nur Drain Punch als Attacking Move. Dafür kann es halt Toxic. Alles gefährlich. Er wird mit Drazor. Das ist das Thunderous. Okay. Das ist Thunderous. So, ich bin Scarf Scizor. Ich kann hier eigentlich für eine U-Turn gehen. Wie viel macht denn die? Scizor versus Thunderous. So. Nehmen wir mal irgendwie ein... Ah, Scarf ist ein viable Set. Und ein Thunderbolt fressen von Scarf? Ungern. Ich glaube, ich gehe für den Hard Switch. Ich möchte nicht, dass der... Ich möchte nicht von dem aufs Maul kriegen. Ich gehe einfach Hard Hippo, glaube ich. Aber es könnte auch gut sein, dass er einfach U-Turnt. Aber Hard Hippo gefällt mir nicht ganz gut. Ich bin kein Sandstorm Hippo, ne? Ich bin Sandgewalt. Auch ganz cool, cooler Side-Effekt. Im Sand habe ich natürlich dadurch einen stärkeren Earthquake. So. Einfach Hippo gehen. Oder gehe ich einfach Gastrodon? Gastrodon hat natürlich das bessere Matchup gegen alles. Außer wenn er halt U-turnt und dann in sein Ferrothorn geht. Ich will halt auch nicht irgendwie einen Voltswitch fressen oder so. Ich gebe mal einen Hippo. Wenn er halt für einen offensiven Electric Move geht, dann kann ich immer noch einfach für Stealth Rocks gehen. Und die sind mir schon, die finde ich cool, weil die halt dem, dann die ein bisschen schaden. Geh für eine U-Turn. Okay, ich hätte einfach selber U-Turn sollen. Das wäre es jetzt hier gewesen. Dann wird jetzt wahrscheinlich Ferrothorn reinkommen. Und seine eigenen Hazards legen. Ich würde die Gelegenheit aber nutzen, um einfach Rocks zu legen auf dem. Ich würde die Gelegenheit wirklich einfach nutzen, um Rocks zu legen. Wenn er jetzt Ferrothorn geht. Ich kann mir auch Quaxo vorstellen. Da würde ich dann halt auswechseln. Ich glaube, der war... Ich weiß, der war nicht Leftovers Quaxo. Heißt, könnte Specs sein, könnte Scarf sein. Scarf glaube ich nicht, weil er Thunderous mit Scarf hat. Also ich rechne am ehesten mit Specs. Ich weiß auch, dass er eine Hidden Power hat. Wahrscheinlich eine Hidden Power Pflanze. Wahrscheinlich eine Hidden Power Pflanze. Ich habe ja halt zum Glück ein Tentoxa, das relativ schwer auf den reinkommt. Ein T-Spike legen ist ein bisschen schwierig, weil er hat einen Safe Switch mit Toxicroak. Und der hat einen Latias. Heißt, Tentoxa reinbringen ist halt immer ein bisschen... Ich kann Tentoxa reinbringen, muss dann wahrscheinlich direkt rausdoublen, bevor das nach hinten losgeht. Und mit Tentoxa ein Scald fressen würde ich auch ungern, weil wenn ich geburnt werde, dann ist echt scheiße. Dann ist nämlich mein Recovery futsch. Ich könnte auch einfach in mein eigenes Quaxo dann wechseln. Gegen das Enemy Quaxo. Lati. Okay, Lati kann ich leider nicht touchen.
Das ist ein bisschen schade. Aber, was ich kann, ich muss mal eben Scizor gegen Latias kalken, weil ich outspeede den nämlich. So, Latias. So, OU Offensive. U-Turn macht guten Schaden. Es ist leider kein One-Hit. Aber das ist fein. So, Latias versus mein Hippo. Es ist kein Regen draußen. Ich nehme nämlich ziemlich safe einen Draco von Life Orb. Deswegen möchte ich die Gelegenheit gerne nutzen, um einfach mal meine Rocks legen. Und je nachdem, was er drückt, kann ich halt einfach in Scizor gehen und dem Latias aufs Maul geben. Und die Rocks sind mir schon ziemlich wichtig. Da kommt ein Draco. Okay, den nehmen wir halt, weil wir Full Speed der Hippo sind. Den nehmen wir, solange wir nicht gekrittet werden. Was ich einfach mal hoffe, dass wir es nicht werden. Wurden wir nicht. Sehr schön. Das ist auch nicht Life Orb. Das ist nicht Life Orb. Okay, Rocks sind draußen. Super gemacht, Hippo. Lefty's Recovery und dann gehe ich jetzt einfach für einen Slack off. Wir sind ein Curse Hippo. Wir sind ein Curse Hippo, aber das heißt leider nicht, dass wir Latias 1v1 können. Wir können die Gelegenheit aber nutzen, um uns zu heilen. Das heißt, wir können Hippo später nochmal gegen Thunderous benutzen. Reflektor. Okay, das ist ein Screens Lati. Latias, OU Dual Screens. Na, der Damage kommt dann auch schon eher hin. Reflect, Light Screen, Draco Meteor, Healing Wish ist das Standard-Set da. Okay. Jetzt, wo wir Rocks draußen haben, möchte ich gerne in Scizor gehen. Da sollte ziemlich free reinkommen. Und ich kann einfach für eine U-Turn gehen. Okay, wechselt aus. In was? Mona? Ist Quaxo. Okay. Das ist Quaxo. So, ich sehe ihn halt nicht Double Scarf spielen. Das heißt, ich werde für eine U-Turn gehen. Ich sollte schneller sein. Ich werde für eine U-Turn gehen. Ich sollte schneller sein. Und ich bringe dann einfach mein eigenes Quaxo rein, glaube ich, oder? Wie sieht's aus? Politoed versus Enemy Politoed. Nehmen wir mal ein Specs-Set. HP Grass macht maximal 50. Das passt. Das passt. Ich gehe für eine U-Turn. Wie viele Reflect-Turns sind das jetzt? Das sollte... Jetzt sollte der zweite sein. Von wahrscheinlich 7. Also wir müssen ein paar Reflect-Turns tatsächlich aushalten. Aber es wird schon irgendwie... Ja, ich will halt nicht hart in Gastrodon gehen. Einfach, weil ich nicht geburnt werden... HP-Grassed werden möchte. Und ich möchte auch nicht hart in Tentoxa gehen. Einfach, weil ich nicht geburnt werden möchte. Beides Sachen, die mir unangenehm wären. Deswegen denke ich mal... Quaxo ist ein guter Midground, weil Quaxo brauche ich für nichts und den Regen behalte ich ohnehin permanent draußen. So, das ist ein bisschen Chip-Damage. Und dann gehen wir jetzt in unser eigenes Quaxo. Sollte halt, wie gesagt, ein guter Midground sein. Quaxo ist halt nicht... Regen bleibt eh permanent. Der geht nicht wieder weg. Ich brauche dieses Quaxo nicht zwingend. Da kommt eine Hydro-Pump. Mal gucken, wie viel die macht. Die sollte von Specs ca. 50 machen. Okay, das ist Specs. Das ist sowas von Specs. Ich werde jetzt für den Protect gehen und mich recovern. Wenn er in seinen 100% besten Quaxo-Switch in, nämlich in... Oh, ich habe gar keinen Protect. Never mind, ich habe Toxic. Antwort jetzt. Dann muss ich jetzt für den Switch-Out gehen. Aber ich weiß, dass das Specs ist, das heißt, ich kann auf Gastrodon gehen. Ja, ich hätte gedacht, Quaxo kann ich dann encoren. Ich bin toxic, never mind. Auf dem Team bin ich toxic. Über Protect. Schlechte Idee übrigens, spielt immer Protect. So, da kommt die Hydro Pump. Wir holen uns den Special Attack Boost. Das ist sehr schön. Und jetzt gehe ich einfach für Scald. Jetzt gehe ich einfach für Scald. Selbst wenn er jetzt irgendwie mit so einem Spaß wie Ferrothorn reinkommt, um den Scald zu fressen, wird er, hat er die Chance, geburnt zu werden. Und Burn auf Ferrothorn wäre super sick. Der wäre super sick. Würde direkt die Leftovers ausschalten. Noel, das ist Ferrothorn, oder? Das ist Ferrothorn. So, ich weiß, dass Ferrothorn Leech Seeds hat. Jetzt ist die Frage, hat das Ferrothorn Blattgeißel? So, plus 1 Scald. Hier kommt er. Bitte gib mir den Burn. Gib mir einfach den Burn. Der wäre jetzt super geil. Und kein Burn. Schade. Gastrodon. Custom Set. Versus Ferrothorn. OU Standard. So, Power Whip würde uns einfach killen, wenn er Power Whip hat. Ich gehe einfach mal davon aus, uns wird es halt irgendwie wenig Sinn ergeben, Ferrothorn hier reinzubringen. Und gehe einfach mal auf Tentoxa. Und versuche damit mal meinen Scaldburn zu holen. Hauptsache, ich kriege meinen Scaldburn irgendwie.
Und wenn er jetzt Leech seedet, würde ich nicht getten. Geht für Leech Seeds. Weird. Okay, dann hat er offenbar keine Power Whip, weil er geht mit Leech Seed gegen Gastrodon, verliert er das 1v1 einfach. Das verliert er einfach. Ganz weirder Play. Ganz weirder Play. Ich könnte es halt nochmal scolden. Da kommt halt super safe einfach das Toxic Croak rein, aber es wäre nicht so super tragisch, weil ich kenne ja das Set. Ich kann einfach auf Lati gehen, der kann Lati nicht touchen. So, ich gehe jetzt für ein Scald. Wenn der drin bleibt, habe ich eine Chance auf einen Burn. Den hätte ich sehr gerne. Wenn er Power Whipped, okay, dann weiß ich, er hat doch Power Whipped, dann hätte er mich einfach predicted. Er hat Power Whip, okay. Da hat er mich einfach predicted. Okay, gut zu wissen, dass er die Power Whip tatsächlich hat. Power Whip, er hat Leech Seeds. Das war ein Crit. Oder auch nicht, der macht einfach so viel Schaden, alles klar. Okay. Power Whip, Leech Seeds. Da muss ich jetzt aber auswechseln, weil ich mache den 1v1, der boxt mich 1v1 um. Mit Power Whip und Leech Seeds. Okay, aber das weiß ich schon mal. Power Whip und Leech Seeds. Dann wechsle ich jetzt mal auf meinen Lati. Und ich denke dann, er hat Angst davor, nochmal getrickt zu werden. Oder gehe ich auf meinen Lati? Ja, ich gehe auf meinen Lati. Und ich würde dann einfach mal einen Draco droppen. Spikes. Okay. Also okay ist nicht das richtige Wort, das ist echt scheiße. Ich habe ein richtiges Problem mit Ferrothorn auf dem Team hier. Mit dem Team hier. Ich kann Ferrothorn halt mit Hippo 1v1, mit Curse Hippo. Reflektor ist weg, das ist schon mal schön. Ich kann mit Curse Hippo 1v1. Aber da, solange da sowas wie Lati und Politoed rumläuft, wird das nichts. So, wir versuchen mal einen Draco zu droppen. Er sollte Angst vorm Trick haben. Hat er aber nicht. Okay, hätte ich einfach nochmal tricken sollen. Der Draco würde es halt 30 machen oder so. Nicht viel. Sind zwar Specs, aber das ist ein Ferrothorn. Oh, das war ein Crit. Holy shit. Ja, das war der krasseste Crit unseres Lebens. Da kommt der Leech Seeds von der Seite des Ferrothorns. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ne, Gyroball. Oh. Gyroball, Blattgeiße, Leech Seeds und... Er muss auswechseln. Das war ein Crit. Ne, das war einfach nur guter Schaden. Wenn man meint. Er kann hier aber nicht drin bleiben. Und er hat keinen Protect. Er hat aber einen Ferrothorn. Er hat halt Excadrill. Deswegen gehe ich jetzt auf Scizor. Ich kann notfalls das gegnerische Excadrill superpowern. Ich werde auch Superpower drücken, wenn ich drin bin. Und ja, er kann jetzt halt nicht viel machen mit Ferrothorn. Er könnte jetzt versuchen zu Leech Seeden. Aber ich sehe ihn halt eher einfach auf minus zwei Draco auf Excadrill wechseln. Er bleibt einfach drin und drückt Gyroball. Aber warum? Warum bleibt er drin und drückt Gyroball? Also ich hätte halt gesagt, der Play ist Excadrill. Weil dann hätte er das Ferrothorn behalten können, hätte später noch als Zack gehabt. Aber okay, dann gehe ich jetzt für eine U-Turn. Okay, Ferrothorn ist weg. Großer Threat beseitigt. So, wir nehmen jetzt halt nochmal Eisenstachelschaden. Aber passt schon. Diesen Scarf. Wir können nochmal gegen was anderes eingesetzt werden. So, wen bringen wir rein? Wen bringen wir jetzt rein? Ich würde sagen, Quaxo macht einen guten Midground. Ich würde sagen, der macht einen guten Midground. Wenn er in Toxic Croak geht, kann ich ihn Encorn, damit er nicht auf mir Setup for free. Und alles, gegen alles andere kann ich dann einfach... Ich kann ihn notfalls zacken. Ich habe Toxic. Ich glaube, Quaxo ist ein guter Midground. Den brauchen wir, wie gesagt, für nichts. Der ist ja eh nur hier, um den Regen rauszuholen. Der Regen ist schon draußen. Und in Tentoxa wollte ich jetzt nicht gehen, weil wenn er Tentoxa reinbringt... Tentoxa hätte ich halt direkt auswechseln müssen. Mit dem gewinne ich nichts, wenn er in Toxic Croak geht. Er kann einfach safe in Toxic Croak gehen und anfangen zu setupen. Und ich kann nichts dagegen machen, wenn ich Tentoxa gehe. Deswegen kann ich hier nicht einfach Tentoxa gehen, auch wenn ich gerne spinnen würde. Das geht einfach nicht. Quaxo ist ja einfach der Safe Play, würde ich sagen. Okay, das war... Dundee, ne? Das ist Dundee, genau. So, bleibe ich hier jetzt einfach drin, ist die Frage. Ich würde sagen, ja. Weil, wenn er auswechseln sollte, wenn er jetzt mich einfach killen sollte, gehe ich in Lati und
Warte mal. Weil ich bin ja Specs. Ich sollte das Excadrill einfach two-hitten mit Draco. Excadrill. Der Crit Draco war halt fies jetzt. Ja, aber ich habe halt nicht gedacht, dass er auf dem Trick, den er von ihm wusste, dass ich ihn habe, weil er ihn im letzten Mal gesehen hat, drin bleibt. Oh, you offensive? Aber klar, er hat auch keinen Switch drin. Ich habe halt gedacht, vielleicht geht er an Quaxo oder so. So, Oh, you offensive, Excadrill. Draco Meteor. Mit Stealth Rocks und auf Twice. Nee, Draco Meteor ist fehlt auf jeden Fall. Deswegen würde ich sagen, ich gehe für ein Scald. Focus Blast. Okay, der wird aber wahrscheinlich killen, oder? Ich meine, ist halt nur ein Scarf Thundee, aber Thundee hat trotzdem noch irgendwie super viel Special Attack Base. Oh, haben wir aber gelebt. Sehr schön. Scald Damage kommt. Scald Damage kommt. Ja, der ist in Rock Strange. Und da kommt noch der Burn. Hätte ich jetzt Protect, wäre sick, aber leider habe ich keinen Protect. Leider habe ich keinen Protect. Oh, ich brauche keinen. Ja, ich brauche den nicht mal. Der droppt einfach so zu. Quaxo. Okay. Aber wie gesagt, ich habe... Das mit Ferrothorn, I guess es war eine 50-50, I guess. Aber Ferrothorn ist halt so ein geiles Mon. Ich wäre halt einfach in Quaxo gegangen. Einfach damit Ferrothorn nicht getrickt wird. Weil Ferrothorn ist halt verdammt geil. Und auf einem minus 2 Lati hätte man ja bestimmt irgendwie was machen können. So, hallo, Toxicroak. Ich werde jetzt Encore drücken, einfach damit du nicht anfängst, auf mich zu setupen. Da habe ich nämlich keine Lust drauf. Geht für Toxic. Okay. Geht für Toxic. Kann er gerne machen. Kann er gerne machen. Ist natürlich die Frage, wie hole ich da jetzt was Offensives für mich raus auf dem Toxic? Weil ich habe halt nicht wirklich was, was ich gerne auf den Toxic reinholen würde. Warte, habe ich Heil? Ich hab Heilung. Ich kann da wohl was draus machen. Weil er ist schneller als ich. Er haut jetzt einen Toxic raus. Ich AP-Stall einfach seinen Toxic. Ich drücke jetzt einfach Heilung und dann recover ich damit quasi ein bisschen meinen Quaxo, I guess. Ich meine, er hat auch eine Chance, Toxic zu missen. Wechselt wieder aus. Okay, wer kommt rein? Ist das XK? Es ist XK. Okay. So, und wir heilen hier eben einfach die Vergiftung wieder weg. Zack, wegrecovered. Kriegen Leftovers Recovery und ich würde dann einfach scolden. Ich würde einfach scolden, einfach damit er nicht spinnen kann. Und ich will auch nichts auf Excadrill einwechseln müssen. Während ein Spike liegt. Quaxo ist halt sowieso komplett useless. Quaxo ist halt ohnehin komplett useless gerade. Ja. Ja, ich geh mal für ein Scald. Geht für Tarnsteine, er killt mich nicht mal. Nimmt der im Regen den Scald von Quaxo? Ich weiß halt nicht, wie sinnvoll jetzt gerade der Rock war. Also der ist halt cool, weil er damit mein Scissor limitiert. Aber ob ich dafür mein Excadrill gesackt hätte, ist eine ganz andere Frage. Das ist eine ganz andere Frage. So, wer will nochmal, wer hat noch nicht? Kriegen wir jetzt Lati ins Gesicht geschmissen oder noch was anderes? Ich weiß auf jeden Fall, dass mein Latios meine Wincon ist. Weil ich den brauche, um nicht gegen Toxicroak zu verlieren, weil er hat nur einen Attacking Move. Mona, das war Latias? Nee, das war Quaxo. Das war das Enemy Quaxo. Okay. So. Aber, das ist völlig fein, weil dann zack ich jetzt mein eigenes Quaxo. Kill ihn dann mit einem Drachenpuls von meinem Latias. Latios. Ja, genau. Das funktioniert perfekt. Ich drücke jetzt einfach auf, Scald, I guess. Das kann ich immer nicht missen. Ich bin schneller. Das ist schön. Oder wir Speedtime. Wahrscheinlich Speedtime, weil ich habe kein Speedinvestment. Also so ein Scald Burn jetzt noch, wäre sick. Ha! Ich meine, den brauchen wir nicht. Der könnte sogar komplett irrelevant sein, aber er ist cool. So, Hydro Pump killt jetzt hier meinen Quaxo. Und jetzt gehe ich in meinen Latios und drücke auf Drachenpuls. Das killt auch ohne den Burn, killt das Quaxo ohne Probleme. Er kann nicht in Latias gehen. So, in Latios. Ich muss mal eben Latios versus Toxicroak kalken.
Toxicroak, Oh You Bulk Up, Drachenpuls. Das macht halt 1 Million. 85%. So. Jetzt für den Drachenpuls. Da kommt er. Killt das Quaxo. So, und er muss halt eigentlich jetzt in Latias gehen. In der Hoffnung, dass das Latias ein Speedteil gewinnt. Aber das muss ich nicht eingehen. Ich kann einfach auswechseln, irgendwas hacken, dann in mein... Er geht direkt in Toxicroak. Instant Croak. Und ich habe halt gar keinen Grund, hier nicht einfach drin zu bleiben und auf Drachenpuls zu drücken. Weil selbst wenn er das überlebt und mich irgendwie umboxt, was passieren könnte, es ist halt nur ein Roll, dass ich kille und er hat einen Drain Punch auf dem Set, kann ich einfach in Gastrodon gehen? Nee, muss ich nicht mal. Ich kann einfach in Scizor gehen und auf... Oh, das hat er mal gekillt. Alles klar. Also es war halt nur Roll. Je nachdem, also kommt drauf an, wie invested er ist. Ich habe es mit einem Max-HP-Set gekalkt. Wenn er nicht Max-HP ist, aber ich gehe davon aus, er ist Max-HP bei dem Set, dann war es ein garantierter Kill. Aber wenn er nicht Max, wenn er Max-HP war, dann hätte er das halt nehmen können und wäre ich danach einfach in Scizor gegangen und hätte Bullet Punch gedrückt. Und auf Bullet Punch weiß ich nicht mehr, ob er Lati da hätte reinbringen können. Ich gehe jetzt einfach nochmal für einen Drachenpuls. Ich kalk gerade mal das mit Scizor gegen Lati. Scizor. Custom Set gegen Latia. Oh, habe ich gerade den Speedtail übrigens gewonnen. Latias. Oh, you dual screens. So, Bullet. Ja, doch, er hätte dann auf Latias gehen können, auf den Bullet Punch. Er hat auch gerade einfach meinen Drachenpuls überlebt und Jake und mich zurück. Das ist so ein Ding, das Latias kann, weil es halt super viel Speedeff hat. So, RIP Latios. Den hat er noch mitgenommen. Aber, so, ich gehe jetzt einfach in meinen Sherox und drück auf den Bullet Punch. Und da kann mir dann eigentlich nichts passieren. Trivier nicht mal, als ich Scarfed bin. So. Patronenhieb. Let's go. GG. Anskelabra an der Stelle. Cooles Game. Könnt mich auch gerne jederzeit herausfordern. Schreibt mir einfach auf Discord oder so. Oder auf Twitter meinetwegen. Links sind alle in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.